Komm gerade vom Training. Die Jungs, die machen einen recht guten Eindruck. Das Training sieht gut aus, hat sich auch ein bisschen verändert natürlich zu vorher. Naja, gut, jetzt haben wir Dortmund vor der Brust. Man hört hier und da, dass die Dortmunder auch Probleme haben, eine ordentliche Mannschaft aufzustellen. Soll uns hier recht sein. Wir freuen uns alle auf den Montagabend. Ich habe jetzt so viele Meinungen gehört, die sagen, ah, Montag gewinnen wir, packen das am Montag gegen Dortmund. Schauen wir mal. Ja, ich freue mich einfach nur auf ein schönes Spiel und auf hoffentlich eine Mannschaft, die wieder ein bisschen mehr Herz zeigt, als wie sie den letzten Monaten zeigen konnte. Und dann wäre ich für meinen Teil schon mal zufrieden. Wenn wir natürlich so Pünktler mitnehmen könnten, wäre schon nicht schlecht. Noch nach Düsseldorf fahren und da 3 Punkte holen. Bleiben wir positiv, Leute, bleiben wir positiv und hoffen drauf, dass wir wenigstens den Relegationsplatz noch erreichen. Und der nächste Gegner heißt halt nun einmal leider, und da können wir nichts dran ändern, Borussia Dortmund. Aber Wunder geschehen immer wieder. Schöner doch noch. Servus. Ja, am Montag gibt es Spiel 1 nach der Ära Kölner-Bornemann. Es gibt sich kein geringerer als der Tabellenführer aus Dortmund die Ehre im Max-Morlock-Stadion. Vom Papier her eine eindeutige Sache. Man könnte sagen, für uns zusammen mit dem Derby gegen die Bayern eigentlich das einfachste Spiel des Jahres, weil ja von der Mannschaft so gar keiner irgendwas erwartet. Ich sehe es mal positiv. Boris Schommers hat in seinem ersten Interview gesagt, jedes Spiel fängt bei 0-0 an. Das ist ja erstmal richtig. Ich hoffe, dass die Jungs sich einfach den Arsch aufreißen, alles auf den Rasen bringen. Man muss auch erstmal schauen, wie der BVB nach der klaren 0-3-Schlappe in der Champions League gegen Tottenham Hotspur drauf ist. Die ganz großen Erwartungen wird kein Clubfan haben. Ich denke und hoffe, es kann nur besser werden als das Hinspiel in Dortmund. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir so einen Abend nicht mehr erleben möchten. Aber da glaube ich auch ganz fest an die Jungs, dass sich dieses Debakel nicht wiederholen wird. Ich schaue jetzt einfach mal positiv auf den Montag und ja, ich hoffe, dass am Ende vielleicht eine kleine Überraschung steht, auch wenn es unrealistisch ist. Servus zusammen, Montag, Club gegen Dortmund. Das ist so ein Spiel, wo die Reporter ihre ellenlangen Statistiken auspacken, um die Ungleichheit des Duells zu betonen, von wegen Letzter gegen Erster. Schlechteste Defensive gegen beste Offensive. Da werden sie sich noch was einfallen lassen, bin ich mir sicher. Ja, ich denke, die Statistik Letzter gegen Erster sollte schon genügen, dass die Erwartungen nicht sehr hoch sind. Dennoch weiß man als Fan seines Vereins, man kann erstens nicht gegen seinen Verein tippen und zweitens hat man gegen jede Mannschaft so ein bisschen Resthoffnung. Und wenn man nach dem Momentum geht, Dortmund hat 3-0 in der Champions League verloren und hat dreimal sehr, sehr schwach Flanken von außen verteidigt. Die sind, denke ich mal, reisen mit nicht sehr viel Selbstvertrauen an, auch wenn es der Tabellenletzte ist. Unterschätzen den Tabellenletzten vielleicht auch. Der Club hat diesen Trainereffekt, der ja eigentlich bewirkt, dass unter einem neuen Trainer besser gespielt wird. Natürlich, Thomas Doll bei Hannover war jetzt das Gegenteil. Der hat sein erstes Spiel hoch verloren. Hoffe ich mal, dass es nicht so wird. Und natürlich hofft man, dass der Club irgendwie einen Punkt mitnehmen kann. Primär geht es aber ehrlich gesagt darum, dass man ein gutes Gesicht zeigt. Und das würde dann ja im Umkehrschluss heißen, wenn man gegen Dortmund mithalten kann, auch wenn man verliert, dass man dann gegen gleich starke Gegner auf jeden Fall auch siegreich vom Platz ziehen kann. Und darin besteht so meine Hoffnung, dass der neue Trainer bzw. die neuen Trainer die Mannschaft da jetzt so drauf einstellen, dass man gegen Dortmund auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigt als in den vergangenen Wochen. Vor allen Dingen dass man das aus dem Hamburg-Spiel mal ein bisschen aus den Köpfen kriegt, weil jeder, der da im Stadion war oder das nur irgendwie live gesehen hat, der hat an seinem Verein gezweifelt, weil das war desolat und das war so ein bisschen der Tiefpunkt der Saison und ich hoffe, dass es ab diesem Spiel jetzt dann bergauf geht, dass man für dieses Spiel quasi die machbaren Gegner mal simuliert. Und wenn es ein Punkt wird, dann wäre es natürlich schön. Bis dann und Servus.